größer Museumlechbruck. Der fast 400 Jahre alte Ständerbohlenbau liegt im Zentrum von Lechbruck. Ich lade Sie ein, kommen Sie mit. Lechbruck hatte über Jahrhunderte fast ausschließlich von der Flößerei gelebt. Hier waren die Voraussetzungen gegeben, die Wasserstraße, der Lech, große Waldvorkommen im Trauchgauer Gebirge und die Siedler, die Arbeit brauchten. Neben der Flößerei war der Abbau von Sandstein ein wichtiger Erwerbszweig in Lechbruck. Es gab 5 Steinbrüche am Falchen, wo zeitweise bis zu 100 Arbeiter beschäftigt waren. Die günstige Lage Lechbrucks am Lech verlieh dem Lechbrucker Sandstein eine überregionale Bedeutung. Vor dem Ausbau des heutigen Straßen- und Eisenbahnnetzes war das Floß ein wichtiges Verkehrs- und Transportmittel. Mit dem Floß konnten Rohstoffe und Landesprodukte schneller und billiger als auf dem Landweg in weiter entfernte Absatzgebiete gebracht werden. 1899 fuhr der erste Eisenbahnzug in den Bahnhof von Lechbruck. Der Transport von Holz und Gütern verlagerte sich auf Schienen. So kam es zum Ende der Flößerei. Mit der Eisenbahn erschloss sich für Lechbruck auch der Fremdenverkehr. Sonderzüge brachten die ersten Sommerfrischler. Kontinuierlich entwickelte sich Lechbruck zu einem beliebten Ferienort. Wenn Sie noch mehr erfahren möchten über die Flößerei, dann besuchen Sie uns im Flößermuseum in Lechbruck am See.